Als junger Christ sagte ein geistlicher Leiter zu mir, und das ist mir bis heute geblieben, alles, was du aus Eitelkeit und falschem Ehrgeiz tust oder Streitsucht und Ehrgeiz tust, das ist von übel. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, als junger Christ, als junger Leiter, ich war so ehrgeizig, ich wollte es zu etwas bringen. Ich habe dann immer gedacht, die größten Gottesmänner, die sind so das, was ich anpeile. Und es brauchte einige Jahre, bis ich merkte, es geht nicht darum, dass ich ein Billy Graham werde, es geht nicht darum, dass ich sonst wer werde, sondern ich muss mich auf dem Weg zu mir machen. Und nicht aus Neid und Eifer auf andere gucke, um zu sehen, ob die besser oder schlechter sind als ich, sondern am Ende des Tages wird Jesus meinen Gehorsam, die Weichheit meines Herzens, meine Bereitschaft messen, mich zu verschenken, auch dort, wo es kein Mensch sieht. Und ich merke heute, wie viele Leitende von diesem Ehrgeiz getrieben sind, erkannt zu werden oder besser zu sein oder etwas zu beweisen. Und meine Lieben, ich merke, das ist eine Sackgasse. Die führt nirgends hin. Sie führt weder in die Freiheit, noch führt sie weiter in der Berufung, noch füllt sie das Herz. Am Ende dieses Weges ist nur Enttäuschung über andere Menschen und Enttäuschung über sich selbst. Und ich wünsche dir eines: satte Ermutigung.